Dann lasst uns mal reingehen in die Höhle. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Nein, die Fähigkeit ist nicht OP. Kann gar nicht sein. Ich fasse so wie ein Assassine. Ich mag das. Aber die Fähigkeit zu stark? Nee, ich glaube nicht. Was haben wir denn hier noch? Zwei Schätze und diese Tafel da hinten. Ah, da ist ein Schatz. Ah. Okay, Tomaten auf dem Augen. Die zwei da hinten, die schaffen wir jetzt auch noch. Das wird kein Problem. Jumpscare. Nö. Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Paros geprägt. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nö. So. Neuer Bogen. In Gold. Jupp. Nimmer. So, da hinten müssen wir Quest abgeben. So, kommen wir hier jetzt irgendwo raus? Oder müssen wir den ganzen Weg wieder zurück? Na, das sind irgendwelche Wurzeln. Dann gehen wir wohl den Weg wieder zurück. Nein. Jumpscare. Langweilig. So, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt können wir uns auch wieder teleportieren. Was ja nicht teleportieren ist, sondern Schnellreise.
500 Meter weiter. Ah, da. Gehen wir da hin. Schön kurze Ladezeiten. Das wird bei mir auf dem Laptop viel länger gehen. Würde mir beim Laptop spielen, nicht über Stadia. Alter, geht. So, da war jetzt irgendwo noch ein anderer Aussichtspunkt. Da. Den holen wir jetzt noch schnell. Gehen wir mal ein bisschen außen rum. Nicht, dass wir aus Versehen dann zu nah an Questabgabe kommen. Und das dann automatisch startet. Ja, hab verstanden. Ich muss mich verstecken. Altgriechischer Kram. So was nachzubauen, das wäre auch mal schön. Einfach nur, weil man es kann. So. Ah, das ist die Werkstatt. Da müssen wir ein bisschen außen rum, sonst werden wir angegriffen. Die Drachmen der Soldaten des Kults stammen von Paros. Ah, es gibt wohl keinen eindeutigeren Beweis. Das sollte uns reichen. Bring sie zur Händlergilde. Sag ihnen, das ist der versprochene Beweis. Und sag ihnen, sie können sie behalten. Natürlich. Dies hatten sie auch bei sich. Es scheint der Befehl zu sein. Ich kenne diesen alten Dialekt. Die Kultisten müssen mit seiner Hilfe kommunizieren. Du verstehst ihn? Das Geld kam nicht von Silanos. Der Auftrag kam aus Sparta. Das ist unmöglich. Ich kann es dir übersetzen. Der Befehl stammt vom spartanischen König. Aber die Elite Spartas hat sich dem Kult stets widersetzt. Der Kult ist wie Wasser. Findet es einen Riss im Fels, sprengt es ihn. Sparta ist frei von Korruption. Ja, wir erinnern uns an das Orakel. Hm? Wie kannst du das sagen, nach dem, was Sparta dir angetan hat? Sie haben unsere Familie zerstört und den Kult ins Land gelassen. Warum sagst du nur immer sie? Ich bin Spartanerin. Und das bist du auch. Ist dem so? Ich trage hier die Verantwortung. Paros muss gestoppt werden. Aber danach? Ja, dann komme ich mit. Neue Kultisten, ne? Wer bist du denn? Wir reißen eure Statuen nieder. Wir brennen eure Tempel ab, wenn es sein muss, um die Welt von Nagern wie euch zu befreien. Hm? Okay, Stufe 32.
Kriegerschaden. Ja. Und wir können noch einen töten. Achso, ja, okay. Spartanischer König. So, guck mal jetzt gerade einmal Inventar durch. Wir haben einiges an neuen Waffen, glaube ich, eingesammelt. Ja, einen weiteren Dolch, der aber schlechter ist. Oh, das war's schon. Okay. Ein Helm. Würde mehr Attentatschaden machen, aber weniger Krieger-Schaden. Lassen wir mal sein. Oh! Überall grün, überall eine Verbesserung. Dann nehmen wir das doch. Mehr Rüstung, weniger Attentäterschaden? Nee. Alles gleich, Rüstung besser. Nehmen wir doch auch. So, jetzt passen wir unsere Rüstung wieder an. Oh, gefällt mir auch. Aber ich mag dieses Berserker-Outfit, nenne ich es mal. Fällt mir einfach am besten. Ich mag leicht gerüstete Charaktere. Also nicht diese schweren Rüstungen, die man sonst oft sieht, sondern wirklich hier. Leichte Rüstung. Und da das Aussehen keine Einflüsse drauf hat, wie viel Rüstung da jetzt tatsächlich dahinter steckt oder nicht, ist es auch egal, wenn man eigentlich nackt rumrennen würde oder so. So, nächste Quest. Ja, Speer verbessern können wir halt immer noch zwischendurch. Die sind alle gerade rot. Eigentlich zu stark. Hier müssen wir Geschichte weiter vorankommen. Vergessene Geschichten. Ich würde sagen, machen wir das hier. Wir haben noch ein paar neue Quests. Escort Service. Oh. Ach stimmt, die sehen wir noch auf dem Schiff. Das ist die Quest, die da immer angezeigt wird. Oh, die kann da ein bisschen mitfahren. So schlimm ist es bestimmt nicht bei uns. Dann. Wir sind jetzt Stufe 32. Ich glaube, wir gehen mal zum Schmied und gucken, ob wir was upgraden können. Ja. Der Schmied ist hier. Ganz in deiner Nähe. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ne, hier. Ja. Das nehmen wir mit. Unsere Hauptwaffe. Jetzt gravieren wir die gerade noch. Die hat da schon eine epische Gravur drin. Dieser Schaden von hinten. Und hier können wir doch bestimmt noch.
Spartiaten tritt. Damals zu wenig Eisen für. Ah, schade. Schildbrecher benutze ich nicht, aber das hier wäre schön. Also ein bisschen Eisen sammeln. Oder? Schau bald mal wieder rein. Wir zerlegen hier einfach mal ein paar Sachen. Müssen wir schon genug Eisen haben. Minderwertige Ware wirst du hier nicht finden. Gravieren den Dolch Spadiaten tritt. Da ist er. Hier, nehmen wir. So, kaufen wir noch kurz die ganzen Handelsgüter. Bringt jetzt nicht so viel. Danke dir. Und machen uns auf den Weg.